Weil ich wieder voll die Noobik spreche. Ja, schon. So. Hexit! Hier ist eine coole Ebene. Was ist das denn? Oh Mann. Aber ich bin voll begeistert. Was geht ab, Elite? Zeus hier und ja, wieder mit Fumar zusammen. Yay! Was bist du für ein pummeliges Schwert? Ah, mit Schild. Mit Schild. Yeah. Schwert und Schild. So schaut's aus. Kann ja auch blocken. Ja, ich block auch. Ja, okay. ich block ja, dich gleich. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, bauen wir uns jetzt dieses Schloss mal ein. Okay, yeah. Das kann was werden, ey. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und vor allem, es sieht echt cool aus. Vor allem kennst du das Märchen von Jack und der Bohnenstängel? Ja, ja, klar. Daran erinnert es mich ein bisschen. Hm. So, wahrscheinlich werden wir jetzt da oben auch so ein Riesen, der uns töten will. Ah, ich merke gerade, ich habe gerade ganz schön Hunger. Aber zum Glück habe ich ja genügend Karotten dabei. Yay. Dum, okay. Dum, und wir schwimmen hoch. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen. La, da, da, da. Da ist Gold. Und Monster-Spawner sind da drin auch viele. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ja. Wir hier auf. Was passiert? Oh, wir hätten vielleicht einen Eimer mitnehmen sollen. Ich habe einen Eimer dabei. Cool. Hast du einen Eimer dabei? Ich habe einen Eimer dabei. Bam. Ja, weil ich muss zugeben, ich war schon mal hier. Aber alleine war das einfach wirklich viel zu krass. Oh, dort ist ein Monster-Spawner, tatsächlich. Ist auch was? Mhm. Wir gehen jetzt. Oho. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach mal nach. Wow, Vorsicht, geh. Da war ein rechts schießt. Skelett. Komm, den kill mit. Und der Monster-Spawner ist hier drin. Mach du den Monster-Spawner kaputt, ich kümmere mich um die Skelette. Ich bin noch nicht drinnen. Okay, dann mache ich den Monster-Spawner kaputt. Boom. Er ist der Monster-Spawner weg. Bau mal meine Fackel hin, hier ist viel zu dunkel. Oh, ich geh nach oben. Ja. Cool. Was ist hier? Wow, wie geil es hier ausschaut. Ja, es ist einfach nicht schlecht. Einfach ein Schloss, aber ja, richtig nice. Ja. Aber so richtig. Richtig nice. Cool gebaut. Also das muss man bei Hexit immer lassen, dass das schon wirklich ein saugeiles Modpack ist. Ja, also da haben sich wirklich verdammt viele Leute verdammt coole Gedanken gemacht. Aber hier oben lang zu gehen, bringt leider nichts. Da ist noch ein Monster-Spawner. Ja. Mach den mal kaputt. Bevor das Zombie mich da. Alter. Oh, da ist ein. Du hast gesagt, du bist geflohen, mein Freund. Du bist gestorben. Ja? Ja. Ja, ja. Ich bin. Oh, scheiße, hast du eine Eisenspitzhacke dabei? Nee. Weil hier ist Gold. Wir haben echt keine Eisenspitzhacke dabei. Nee. Mann, sind wir Idioten. Kann man Gold nicht mit Stein abbauen? Nee, kann man nicht. Oh Gott. Nein, kann man nicht. Du brauchst Eisen. Mann, das heißt, wir müssen Eisen finden. Und aus Ofen. Ja, vielleicht finden wir ja irgendwo eine Truhe. Wow. Wow. Wir müssen gleich mal ein paar Fackeln hinstellen, ist ja viel zu dunkel. Wow. Hey, Eisenbahn. Einen haben wir schon mal. So geil. Oh, shit, ich bin runtergefallen. Junge, dann komm wieder hoch. Ist nicht so leicht, das dauert ein bisschen. Vor allem ist hier noch ein Zombie, den ich erst erledigen muss. Komm wieder durch den Wasserstrom nach oben. Okay. Ein Monster-Spawner kaputt machen. Einmal. Einmal. Hast du das für ein Gerät? Komm schon, schwimm hoch. Schwimm mal kaputt. Schneller. Mann, ist der langsam. Der ist so langsam. Kann das Ding abbauen? Das sind Diamanten. Voll heftig. Okay. Das war's dann hier oben schon, oder was? Wie? Mir gibt's hier nichts zu holen. Wie, das war's? Scheint so. Ach, wie langweilig ist das denn? Voll billig. Aber richtig billig. Richtig, richtig billig. Na gut, es gibt eine Menge Gold, aber das ist ein Hexe, der nichts wert. Eben. Kannst einen Goldapfel draus machen vielleicht. Ah, super. Böse. Moment, was ist das hier? Was ist was hier? Ein Diamantenblock oder sowas? Sowas, ja, aber ich würde es nicht mit Stein abbauen. Nee, eher nicht, aber sowas wiederum ist dann ja doch schon nochmal ein bisschen was wert.
Ja, es ist halt ein paar Diamanten wert, gell? Ja. Aber in der Nähe ist ja hier nichts, gell? Nicht noch irgendwo ein Tower oder so, den wir noch dranhängen könnten, weil das war jetzt wirklich extrem lächerlich. Aber ich sag's dir, gell, so ein Tower, ich hab mal einen alleine gemacht. Alleine ist der Fall ganz schön hart. Das ist irgendwie nur zu zweit, ist der so chillig. Ja. Glaubt man gar nicht, also hätte da müssen wir ganz schön mal kämpfen, weil wenn du den ganzen Fokus abkriegst von den ganzen Gegnern und so, das ja, ist gut, schon. Ja, das ist dann schon, ganz ohne. Schon schwer, aber dann gehen wir jetzt erstmal zurück, oder? Würde ich auch sagen, ja. Das war jetzt eine. War jetzt ein kleiner Reinfall. Ausbeute. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Okay, YOLO-Sprung. Whee! YOLO! Platsch. Da fliegt er. Platsch. Kommt ein CEO geflogen. Also meine Maus ist auch wieder voll am Rumlecken. Was? Hier sind aber auch coole Bäume. Ja, gell, ewig riesig. Ja. Wenn man die abbauen würde, da hättest du gleich erst einmal keinen Stress mehr mit Holz. Holz. Okay. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Aber andererseits, wenn ich jetzt Diamanten finde oder so, ärgere ich mich nur, dass ich nicht abbauen kann. Einen Eisenbahn hätte ich ja. Brauche ich noch zwei weitere, dann könnte ich mir wenigstens mal eine Eisenspitzhacke schnell schmelzen. Kommt ein Fuma gelaufen und fällt einen großen Baum. Und jetzt ist der CEO weg und ich finde ihn kaum da hätten ist er. Warum? Findest du mich? Ja. Krass. Warum? Eigentlich bin ich schon ordentlich am Wegrennen gerade. Oh. Joggis, und ja, Entschuldigung. Oh, ich hab einen Turm gefunden. Du hast einen Turm gefunden, wollen wir den einfach noch dranhängen? Ja, genau. Dann machen wir den jetzt in Speedrun-Style. Ja. Also sowas von. Wow, Doppelfolge. Fang einfach schon mal an, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich hab den Turm auch gesehen. Also ich sehe den Turm. Okay. Boah, die Landschaft hier ist eh voll heftig. Okay. Mit diesen rosa Bäumen da. Okay. So Cherry Blossom Trees oder sowas. Schnell Monster Spawner wegmachen. Ich nehme mir noch so ein Cherry Blossom Ding mit, ja? Cherry Blossom? Achso, dann meinst du das Holz oder wie? Ja. Ich bin mir sicher, dass es ziemlich cooles Holz ist. Irgendwie sind hier noch keine Monsters gespawnt, wenn ich jetzt nicht so lange hier rumtue. Wow. Könnt ihr die Monster Spawner schon abbauen? Ich bin mal viel zu voll, die Gegner zu töten, weil solange der Monster-Spawner da ist. Und tot. Nächste Kiste, was ist drin? Nichts, das war natürlich sowas von klar. Jetzt warte erstmal auf mich. Stirb, Bogenkampf hier. Was ist das hier überhaupt für eine Ebene? Okay, sieht voll heftig aus alles. Ich wieder voll die Noob-Gespräche. Ja, schon. So. Hexit! Hier ist eine coole Ebene. Was ist das denn? Oh Mann. Aber Alter, sind viele Skelette. Ich bin voll begeistert. Au. Das sind Ultraskelett. Der kann sich teleportieren. Ich glaube, das hat einfach nur geleckt. Tot. Echt? Nee, da kam das Warp-Geräusch. Ist schon. Okay, die Monster-Spawner hier unten sind kaputt. Okay, ich hab Eisenbahn, das ist schon mal nicht schlecht. Hey, das ist auch ein Schild, oder? Ja. Cool. Hab ich auch mal so ein Schild. Kannst du aber halt nur mit einer Einhandwaffe verwenden. Ja, klar. Das wäre zu schön. Also. Das ist ein Arsch. Okay. Schnell abbauen. Kümmere ich mich um die Skelette hinten noch. Und gutes Teamwork. Genau. Ein Enchanted Book und Iron war drin. Iron habe ich mitgenommen. Iron habe ich mitgenommen. Achso, okay. Du musst aufpassen, dass bloß keine Creeper kommen. Da hätten wir eigentlich echt keinen Bock drauf. So, ein Monster Spawner ist wieder kaputt. Und jetzt der zweite Monster Spawner. Nee, nichts drin. Ah, doch, Bottle of Enchanting. Kannst du mal gleich hernehmen? Nee. Wir sparen uns das mal auf. Fleisch fressen hier, sonst verhungere ich. Ich level hier mal ein bisschen. Oh, da ist eine große Spinne, die will ich kaputt machen.
Ja, ich kämpfe gerade auch mit. Ihr müsst schnell tot sein, wenn beide draufhauen. Ja. Ganz schnell tot. Monster-Spawner weg. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kohle. Das war eigentlich alles, was drin war. Ein Labis. Labis Lazuli noch, aber das davon habe ich mittlerweile ja auch mehr. Ach shit, ich bin runtergefallen. Echt? Ja. Alter Schwede. Wenn wir ganz oben ankommen, machen wir es so, einer rennt sofort zu der Kiste hin, bevor die weggesprengt werden kann. Ja, ja. Oh, ich bin runtergefallen. Klasse. Hm, was ist da los? Ach, es ist ein... Die Skelette, die nerven einen auf Dauer mit ihren scheiß Pfeilen. Aber mein Level ziemlich gut. Das ist eigentlich das kleine Weg am Leveln ist mir schon wert. Da kann ich mal mein Zeug richtig heftig verzaubern. Ach, ist das was Cooles? Und danach kannst du sogar verlieren. Die Kiste habe ich noch nicht aufgemacht. Wie? Diamanten und eine goldene Karotte. Achso. Oh, krass. Und da drin? Okay, wir sind im obersten Stockwerk. Halt, was ist denn da los? Ah, okay. Kann die Kiste nicht reinschauen. Also kaputt gemacht Der Cash bringt uns hier gerade alles weg. Ja, war klar. Ey, jetzt brennt er. Nichts, ich bin blind. Jetzt. Oh, okay, ich bin fast tot. Okay, dann hau ab. Alter, der Typ ist pervers drauf. Ja, ich heil dich. Wo bist du? Wo ist der Scheiß? Hey, wo ist der? Ich sehe nichts, ich bin blind. Jetzt sehe ich wieder was. Wo ist ein Gegner? Ich weiß nicht, der ist einfach. Der rausgefallen oder was? Ich glaube, der ist rausgefallen. Auf alle Fälle hat er alle hier oben alles weggesprengt, keine Kiste mehr da. Das war scheiße, weil ich konnte die Kiste irgendwie nicht mehr öffnen. Bin mir jetzt total geleckt gerade. Mega, mega mal. Jetzt haben wir die obersten beiden Kisten verloren. Genau, und in der untersten war so diese komischen regenbogenfarbenen Teile, die man braucht, um Flugstäbe zu bauen und so ein Zeug. Ah, Mann. Richtig schade. Schade, wo ist denn das Viech? Richtig, richtig. Richtig magic. Aber wurscht. Aber wo ist das Viech? Ich glaube, der ist ganz runtergefallen. Ich laufe gerade wieder runter. Ja, ich auch. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ha! Hat mich gerade gehittet. Wow. Der mir einmal blind macht. Jetzt, hab ihn. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Aua, wow. Ich glaube, ich bin kurz vom Sterben. Ich baue mich weg. Der hat einfach... Shit. Oh Gott, ich bin tot. Bist tot? Ja. Ich habe die Akku auf... Ich habe die Akku auf mich gezogen. Und der hat mich gekillt. Sag mir schnell deine Daten, wo du bist. 29 minus 324. Okay. So, wo ist der Penner? Halt das Ding halten. Wo ist der weg? Da ist er. Er ist gekillt. Ich hoffe, dass ich meine Sachen schnell genug wiederfinde. Ah, wie ich mal blind bin, ey. Wow, nichts weg hier. Alter, ich sehe nichts, ich bin blind. Laufen. Alter, das ist anstrengend. Ja, vor allem der Kerl, der hat mich halt einfach mir nichts, dir nicht, einfach so plupp kaputt. Ja, der ist brutal stark. Die sind unterschiedlich stark anscheinend, weil den damaligen. Alle anderen, die haben wir ja kaputt gehauen, weil. Nee. Sekunden zerstört. Aber er hat 290, also eigentlich schon ziemlich geschwächt mittlerweile. Ja, aber ich glaube, der regeneriert sich. Ja, das auch, das ist das Problem, zu lange warten. Da sind hier viele Viecher. Eieiei, ich kann mich nicht heilen. Okay. Oh. Nein! Eieiei. Bin tot. Nein, bin ich nicht. Nein, ich überlebe. Boah, gut. Ich habe überlebt. Okay. Sehr gut. Mal ganz kurz. Ihn. Eieiei. Okay. Muss was essen, sonst recke ich nicht. Das war das 29 minus irgendwas, oder? Minus 200, also minus 300 ungefähr. Siehst du ja dann schon, wenn du auf dem schwarzen Feld wieder bist. Ja. Am besten baue ich mir so eine Kiste, leg mein ganze Zeug rein, dann kämpfe ich gegen den Wichser. Ist eine gute Idee. Ey. Okay. Habe ich Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe ein Backpack.
Ich mach schnell mal ganz Zeug hier rein. Vor allem die ganzen blöden Level wieder verloren. Ja, das ist schade. Das ist wirklich mega modig. Halt schmal an dem Pfeil. Vielleicht probier's mit dem Bogen den Typen zu erwischen. Das hätte ich natürlich machen können, als ich nach oben stand. Wo ist der? Der ist dauernd explodieren und so. Ich bin jetzt gleich wieder da. Aber wo ist der Endgegner? Ich höre es hier nur noch scheppern. Mann, eigentlich habe ich gehofft, wir wären damit jetzt gleich schnell fertig, aber nee. Naja, jetzt machen wir. Gut, jetzt sind momentan bei 15 Minuten, das wird eigentlich sogar einmal. Oh, da drin ist er. Jetzt höre ich es aber auch gerade explodieren. Oh nein, 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 nein. Irgendwas hat mich gerade angetötet. Blind ist hier nix. Wow. Oh. Alter, ist der Typ krank. Puh. Ich sehe ihn da hinten. Bin ich schon wieder blind? Aber ich komme nicht an meine Dings ran. Ich komme an nichts ran. Ich bin bei dir. Ich gebe dir Rückendeckung. So heißen, ich mache gar nichts. Ich stehe einfach nur hier. Oh, shit. Jetzt werde ich von einem Skelett getötet. Jetzt wurde ich von einem Skelett getötet. Ah, weil du keine Rüstung und Zeug hast, gell? Ja. Weil ich aber nichts hatte. Ah, dieses blöde Skelett hier. Denn? Da. Naja, dann mach du mal fertig. Bevor ich bei dir bin, sterbe ich sowieso wieder nur und verliere die restliche Hälfte meiner Leben. Meiner Level. Jetzt bin ich nämlich quasi wieder da, wo ich angefangen habe, nur noch schlechter. Und alles nur, ja, weil ich dich retten wollte. Du mich? Ja, ich dich, weil ich seine Akku auf mich gezogen habe, bin ich gestorben und du hast überlebt. Ja, du kannst es nicht die Schuld hier einfach auf mich schieben. Nein. Ich schieb keine Schuld auf dich. Ich sag nicht, dass du an irgendwas schuld bist. Ich sag, dass du mir gefälligst dankbar zu sein hast. Ja, ja. Ich hatte dich auch ganz doll lieb. Ja, jetzt kommt der wieder. Ich mach den Typ, jetzt. Wohl ich mir einfach. Die denn, was ist denn so schwer? Schon, komm schon. Muss ich wieder mit so einer scheiß Rüstung rumlaufen. Allerdings, wenn ich gerade schon dabei bin. Hey Leute, schaut mal meinen tollen Skin an. Ah, wenn ihr ihn sehen könntet. So. Er ist tot. Ja, interessiert mich nicht mehr. Ach komm, das muss schon sagen. Gratulation. Gratulation. Ich hoffe, du hast meine Items gerettet. Ja. Ja? Also ich hab einen Haufen Items bekommen. Da wird sicher was von dir gewesen sein. Coolio. Und den Turm zerreißt. Yay! Beste Mann, ich bin kurz. Ja, dann mach mal fertig, Alter, oder? Ja, genau, ja. Wenn du es letztendlich geschafft hast, das Viech zu töten? Das Viech ist tot, der Turm ist schon auflösen. Ich bin auf dem Rückweg, somit können wir sagen. Danke fürs Einschalten, Leute. Lasst einen Kommentar da, eine positive Bewertung und schaut auf alle Fälle mal bei Fuma vorbei an seinem Kanal. Ganz neu jetzt, Controller Crash. Jo, und was ihr dann öfters noch hören werdet, meine Abschlussworte. Und heute passen sie sehr gut, weil das hat mich jetzt doch schon wieder ziemlich genervt. Denkt dran, crash nicht eure Controller. Dafür bin ich ja da, ne? Oh yeah. Ciao, ciao. Jo, schöne Folge. Ui.